der Schweizer Cloud-Markt funktioniert nicht oder noch nicht. Das ist eine gewagte These. Ich versuche in diesem Referat kurz darauf einzugehen und ich versuche es möglichst knapp zu halten, wieso wir das denken und was zu tun ist, damit sich das ändert, dass der Schweizer Cloud-Markt in Zukunft funktioniert und was es dazu genau braucht. Der Begriff Cloud ist leider sehr verwaschen, das heißt, alles nennt sich inzwischen Cloud. Jedes kleinste Produkt, das über Internet angeboten wird, nennt sich ein Cloud-Produkt. Ist natürlich ein bisschen schwer dann zu definieren und auch für die meisten Unternehmen zu verstehen, was ist Cloud? Soll ich in die Cloud und bin ich schon in der Cloud? Ziemlich schwer für die meisten Unternehmen, die sich damit nicht intensiv beschäftigen. Ich möchte vorerst von den drei Modellen Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service ausgehen. Jetzt muss ich mal schauen, was da passiert, wenn ich da draufklicke. Genau, tolles Bild. Das Modell Software as a Service möchte ich von Beginn weg schon mal ausschließen, weil das ist quasi ein Businessmodell für sich selbst. Das funktioniert eigenständig. Gibt es auch schon deutlich länger als der Begriff Cloud, hat sich also auch schon bewährt. Ich möchte dementsprechend auf die Bereiche Infrastructure as a Service und Platform as a Service eingehen und schauen, was da im Markt existiert und wer damit Geld verdient, beziehungsweise ob man damit Geld verdient und was vielleicht noch nicht so toll ist, dass man es eben noch nicht verdient. Die meisten Produkte sind im Bereich Infrastructure as a Service. Meistens ziemlich einfache Virtualisierungsumgebungen, stark getrieben durch Hersteller wie VMware, IBM, Cisco etc. Die haben Service Provider und auch Systemintegratoren, irgendwelche Converged Systems verkauft, denen empfohlen, da ein Businessmodell drum zu spannen und das dann als Cloud zu verkaufen und dann das große Geld zu machen. Und dann vor allem auch ihre Bestandskunden abzugrasen und die sollen dann alle ihre Systeme und vielleicht auch die eigenen Virtualisierungsumgebungen, die sie vor 3 Jahren gebaut haben, dann in ihre Cloud migrieren. Wieso ergibt das keinen Sinn? Wir sind der Meinung, es ergibt absolut keinen Sinn, das zu tun. Weil, wo sind die Mehrwerte? Es gibt natürlich Mehrwerte. Man braucht kein Datacenter, man muss keine Hardware beschaffen, man muss sich nicht um Connectivity kümmern, man muss sich um diverse Dinge nicht kümmern, und zwar im Grunde genommen die Basisstruktur der eigenen Infrastruktur, die wird ausgelagert. Was gibt man auf? Man hat einen ziemlich harten Kontrollverlust. Also genau diese Basisdienste, die eigentlich am saubersten, am robustesten laufen, die nie Probleme machen oder selten Probleme machen, die soll man outsourcen. Verbunden mit einem Kontrollverlust, dass man sich nicht mehr selber darum kümmern kann. Häufig nicht mal klar, wie genau diese Cloud aussieht. Als reines Infrastruktur-Outsourcing ergibt das aus unserer Sicht sehr wenig Sinn. Also wieso soll dann ein Unternehmen überlegen, die eigene Virtualisierung aufzugehen und die Server 1:1, und zwar ihre Haustier-Server, wenn man das Modell mal schnell erwähnen möchte, in eine externe Virtualisierung umzuziehen. Das ist auch nicht wirklich Cloud. Also es ist nicht so, dass die Firmen dann in der Cloud sind. Sie haben einfach ihre Virtualisierung verändert, standorttechnisch. Man hat da sehr wenig Mehrwert. Kommt noch dazu, dass auch die internen Informatiker dieser IT-Unternehmen oder auch die externen Dienstleister das nicht unbedingt immer unterstützen. Beziehungsweise diese Integratoren, die eben eine Cloud-Umgebung haben, die versuchen natürlich ihre Kunden davon zu überzeugen, das zu tun. Aus meiner Sicht ist es aber wenig sinnvoll, das Management genau von dem zu überzeugen. Also es ist definitiv nicht Cloud, was man da propagiert. Und bringt langfristig auch sehr wenig. Wir als Adfinisai Group haben uns dagegen entschieden, ein solches Produkt, ein Cloud-Produkt anzubieten. Wir haben natürlich eine umfangreiche Virtualisierungsumgebung. Wir haben da auch
jede Menge Systeme drauf, da sind mehrere hundert Server drauf von Kunden von uns. Jedoch ist keines dieser Server als reines Infrastrukturangebot dem Kunden verkauft. Es sind meistens jede Menge Services on top. Meistens das komplette Management bis zur Software, was wir da für den Kunden übernehmen. Und es ergibt auch wenig Sinn, reine Infrastruktur anzubieten. Bei den meisten Infrastructure as a Service Produkten ist noch irgendein Billing-System drin, das legitimiert es dann auch, dass man es Cloud nennen darf, angeblich. Das Billing-System rechnet dynamisch ab und man kriegt dann monatlich jeden Monat eine andere Rechnung, weil man vielleicht was weniger oder mehr CPU-Cycles verwendet hat oder auch nicht. Für den Betrieb von Haustieren absolut sinnfrei. Um das Beispiel noch schnell zu untermauern, beziehungsweise damit man auch versteht, wieso das nichts bringt, möchte ich ein Beispiel nennen. Ich möchte von einem Startup ausgehen, ein Software-Startup. Startups eignen sich sehr gut, um neue IT-Modelle und neue Architekturen zu hinterfragen, weil wenn es nicht für ein Startup passt, passt häufig auch nicht für etablierte Unternehmen, die meistens länger brauchen, den Shift zu machen, aber wenn es für ein Startup schon nicht passt, dann kann man es eigentlich ganz vergessen. Ein Startup, das gehen wir von einem Software-Startup aus, ist gerade ein Thema, das ich gut kenne. Die wollen vielleicht sogar ein Software-as-a-Service-Produkt anbieten, entwickeln eine Applikation, die sie dann als Service anbieten wollen, aus der Cloud. Und jetzt haben sie die Wahl, baue ich meinen Stack komplett selber, kaufe ich ein paar Server, baue dann eine skalierbare Umgebung, skaliere das dann auch, kommt darauf an, wie das Business dann läuft, oder kaufe ich mir dieses Infrastructure-as-a-Service-Modell ein, das eine klassische, reine Virtualisierung ist mit Billing-System. Hab den kompletten Kontrollverlust, um das nochmal eins zu erwähnen. Und wahnsinnig viele Vorteile hat man nicht. Man braucht trotzdem DevOps, man braucht trotzdem Systemintegratoren, weil die Systeme müssen ja integriert sein. Die Integration muss möglich sein. Man muss die ganze Skalierung machen, man muss die ganze Logik, die man braucht, um ein Software-as-a-Service-Produkt zu betreiben, muss man trotzdem umsetzen. Und somit ist der Mehrwert eher gering, ein Infrastructure-as-a-Service-Produkt in diesem Bereich einzukaufen. Und man kauft dann besser ein paar Server selbst, stellt es ins Data Center und betreibt das dann selber. So viel zu diesem Beispiel. Also das heißt, ich bin mit den Folien ein bisschen im Rückstand, aber es spielt auch keine Rolle, sie sind nicht unbedingt sinnesgemäß verbunden. Eben das Beispiel vom Startup. Das Startup wird also nicht wirklich interessiert sein, ein solches Produkt einzusetzen. Und dementsprechend wird es auch für Unternehmen langfristig nicht funktionieren. Das heißt, ein solches Startup braucht ein Plattform-as-a-Service-Produkt, will die Software nehmen, will sie auf eine Plattform draufstellen, will sich nicht mehr darum kümmern, ob da jetzt 10.000 oder nur 10 User drauf sind. Das muss komplett elastisch sein, es muss flexibel sein. Und deswegen gehen die meisten Startups auch in eine Amazon Cloud oder in eine Azure Cloud, wo man sich dann wieder einem Vendor-Login aussetzt. Also man entwickelt die Applikation und das ganze Deployment explizit für diese Clouds. Man gibt den Standort Schweiz auch auf, wenn man eine Amazon Cloud verwendet oder eine Azure, und ist dementsprechend wieder sehr, sehr unflexibel. Als Startup mit Exit-Strategie spielt das keine Rolle. Man verkauft sowieso nach 3-4 Jahren und dann nach mir die Sintflut. Trotzdem ist es nicht unbedingt sehr nachhaltig, und auch für den Standort Schweiz passt es nicht unbedingt. Ich als Schweizer Unternehmen würde gerne den Standort Schweiz auch nutzen, und dazu braucht es Produkte, die das auch ermöglichen.
Wohin führt also der Weg? Man muss eher sagen, was ist zu tun, damit man in die Cloud findet, damit der Weg in die Cloud möglich ist. Wir brauchen offene Standards. Wir brauchen, es gibt ja auch die Open Cloud Initiative, die diese Principles definiert, diese Standards versucht zu definieren. Wir brauchen offene APIs. Wir brauchen Interoperabilität. Es muss möglich sein, dass man ein Produkt oder das eigene Produkt als Softwarefirma auf einer Cloud deployt und wenn man dann unzufrieden ist, muss man sie irgendwo anders hin platzieren können. Das muss langfristig möglich sein und sonst funktioniert die Cloud aus meiner Sicht nicht wirklich. Das heißt, jetzt muss der Grundstein gelegt werden, dass die Cloud langfristig funktioniert. Wir brauchen die unbedingt dringend, die offenen Standards, die eingehalten werden. Es gibt auch jetzt schon wieder ein Zoo von Produkten und das führt jetzt wieder auf das Gleiche heraus, wie auch schon in der Vergangenheit. Deswegen habe ich heute auch den Herrn von der GovCloud gefragt, wie denn jetzt diese Cloud gebaut wird. Es war zu erwarten, dass es noch nicht so klar ist, ob man da Open Source einsetzen will. Die Open Source Strategie des Bundes ist schubladisiert, das interessiert niemand. Und die Lobbyarbeit ist intensiv und am Schluss sind es dann trotzdem wieder irgendein proprietäres Produkt wieder am Start, wo man dann nicht wieder davon wegkommt und komplett locked in ist. Das gilt es zu verhindern und es gibt auch schon tolle Tendenzen im Schweizer Markt, die genau in die richtige Richtung gehen. Das heißt, wir brauchen mehr Fokus auf OpenStack zum Beispiel. OpenStack ist aus meiner Sicht eines der Produkte schlechthin. Damit verbunden natürlich auch die Dinge wie Software-Defined Networking und so weiter. Alles, was im Rahmen Cloud auch schlussendlich auch relevant ist. Und OpenStack wird von ziemlich allen großen Dienstleistern verfolgt, beziehungsweise allen großen Herstellern, allen großen IT-Playern. Da ist jeder drin, IBM ist da drin, die HP ist drin, Red Hat, SUSE, Canonical, VMware, Cisco, you name it, spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen ist auch davon auszugehen, dass definitiv OpenStack ein wichtiger Part spielen wird in der zukünftigen Cloud-Landschaft. Die ganzen Cloud-Produkte, die es jetzt so gibt, die werden aus meiner Sicht komplett aussterben und werden ersetzt durch ein paar wenige, ziemlich große vielleicht sogar Player, die den Markt bedienen, vor allem den Schweizer Markt bedienen. Der Schweizer Standort ist optimal für sowas. Es gibt wirklich kaum einen besseren Standort. Wir haben viel Innovation, sieht man auch zum Beispiel, wir haben ein riesen Forschungscenter von Google, warum soll man das in der Hochpreisinsel Schweiz machen? Es gibt schon seine Gründe. Und wir haben ein tolles politisches System, was perfekt ist, auch in Bezug auf Datenschutz und auch Privatsphäre etc. Das heißt, der Standort Schweiz eignet sich perfekt für umfangreiche Cloud-Produkte, für Platform as a Service und auch Infrastructure as a Service, sehr umfangreiche Angebote, die genau in Richtung Amazon gehen, in Richtung Azure gehen und damit kann man schlussendlich auch dann die breite Masse der Unternehmen bedienen. Dazu braucht es natürlich ein Umdenken. Ich nenne das gerne auch einen Paradigmenwechsel. Es wurde auch schon genannt in anderen Vorträgen, es gibt Änderungen in Organisationen, in IT-Organisationen, es gibt Prozesse, die angepasst werden. Es wird sich extrem viel verändern müssen, dass der Weg in die Cloud wirklich funktioniert, dass man ein Softwareprodukt, auch die ganzen Softwarehersteller steigen ja auch auf den Zug, die cloudifizieren ihre Produkte. Das heißt, man kauft sich eine Fachapplikation, man deployt diese auf seine Private Cloud oder auf eine Public Cloud seines Vertrauens oder im Hybrid-Segment und lässt sie dann skalieren. Das wird dann das direkt verbunden mit einem Billing-System, vielleicht sogar verbunden mit einem internen ERP, wird dann per Seat abgerechnet und wie es auch benutzt wird. Also es wird einen riesen Change geben, was die IT angeht und das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren. Also es braucht schon noch eine Weile, bis es auch durch die Köpfe durch ist.
Wenn man schaut, was im Silicon Valley passiert, dann muss man sagen, die sind uns einfach mindestens 5 Jahre voraus, rein gedanklich schon, wird da schon ganz anders gearbeitet. Trotzdem gilt es jetzt, den Grundstein zu setzen, habe ich noch, ja, gibt jetzt den Grundstein zu setzen und den Schweizer Cloud-Markt vorzubereiten. Eines der Produkte, das wird wahrscheinlich demnächst, glaube ich, sogar gelauncht, ich glaube, die Leute sind vertreten, ist von einer Basler Firma, das sehr, sehr, sehr viel Potenzial hat, aus meiner Sicht, da wird sich einiges bewegen. Cloud Links, wahrscheinlich ein Begriff. Open Source basiert, OpenStack, wahnsinnig Skalierungsmöglichkeiten und sobald auch OpenStack in der Lage ist, mehr Plattform-as-a-Service-Leistungen zu erbringen. Aktuell ist es ja sehr stark auf Infrastructure-as-a-Service ausgelegt. Gibt es da auch dann mehr, die wird auch der Weg geebnet, Applikationen auf der Plattform zu deployen und man muss sich schlichtweg um diesen Bereich nicht mehr zu kümmern. Genau dann haben wir den Moment, Punkt erreicht, wo es keine Haustiere mehr gibt, wo die Server-Haustiere, die existieren dann nicht mehr. Wir haben dann nur noch die Herdentiere, die Basisinfrastruktur ist komplett ersetzbar, interessiert niemand mehr, man nutzt das einfach, der Abstraktionslayer hat sich massiv verschoben und dann haben wir den Wechsel geschafft. Das dauert aber noch eine Weile, weil in den Köpfen hat es noch nicht Funk, hat es noch nicht Klick gemacht, die meisten haben gar nicht verstanden, was Cloud eigentlich bedeutet. Kommt noch dazu eben, dass die meisten Produkte schlichtweg keine Cloud-Produkte sind. Und dementsprechend ist es auch schwierig für eine Firma zu entscheiden, wollen wir in die Cloud und wie gehen wir in die Cloud und was ist zu tun, dass man es dann tatsächlich auch ist. Ich glaube, ich habe es. Falls noch Fragen sind, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich war ziemlich schnell, wenn ich mich nicht täusche. Doch, wir haben noch Zeit für einige Fragen. Ich habe es jetzt so verstanden, dass OpenStack dann die Basisinfrastruktur oder das Potenzial hat, die Basisinfrastruktur weltweit zu werden. Aber weshalb würde ich dann heute nicht schon auf meine Haustiere verzichten und auf dieses Herdentier setzen? Kann man natürlich schon tun. Es ist einfach so, dass die breite Masse es noch nicht tun wird. Klar, kann man natürlich. Also OpenStack, man hat es ja auch vorher gehört, OpenStack, 6 Monate Release von Devs für Devs. Also da ist einiges in Entwicklung, da läuft extrem viel Entwicklung im OpenStack-Bereich. Es gibt auch wenige Angebote, sind wir ehrlich. Also man kann natürlich eine eigene OpenStack-Infrastruktur bauen und die Server da rein migrieren. Die Frage ist einfach, ob das sinnvoll ist. Wir warten noch auf ein Angebot in der Schweiz, das OpenStack-basierend ist. Wie gesagt, das wird kommen, aber das gibt es noch nicht. Und in eine VMware-Umgebung zu migrieren, das lohnt sich einfach nicht. Wenn man Cloud will, dann sollte man noch ein bisschen warten, bis man soweit ist. Und wenn Sie jetzt Infrastruktur als Service weltweit anbieten möchten, dann haben Sie ja die Wahl Amazon oder Microsoft, Azure oder irgendein OpenStack-Anwender. Also wie würden Sie das sehen dann? Also ist nicht ein Startup, sondern ein weltweit skalierbares Computing-Infrastruktur, wenn Sie das brauchen würden, also für ein Großunternehmen? Wird kommen. Also erstens werden Produkte kommen, die auf OpenStack basieren und global aufgestellt sind und skalieren werden. Wird bestimmt kommen. OpenStack wird garantiert der Standard werden. Amazon hat seinen Markt schon, die machen schon 1 Milliarde Umsatz damit. Die werden vorerst nicht auf OpenStack migrieren. Aber alle neuen Produkte im Cloud-Bereich werden OpenStack sein und auch die globalen großen Clouds, die entstehen werden auf OpenStack basieren, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, vielen Dank.